Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 im Singleplayer auf der Map Belgique Profond. Und ich bin hier unterwegs. Ich will mal zu den Jungs schauen, wie es ihnen geht hier oben beim Häckseln. Ich habe hier Helfer laufen und Cosplay-Fahrer am Start. Und den hier fahre ich selber, wenn es notwendig wird, was ich jetzt gleich glaube. So, momentan sieht es noch ganz gut aus. Wie eben, mir ist letzte Folge leider das Spiel gecrashed. Warum, weiß ich bis heute noch nicht, aber es ist leider so. Ich habe es jetzt alles wieder so hinbekommen, wie zu dem Zeitpunkt, als das Spiel gecrashed ist. Aber ich hatte es mal ganz kurz speichern, weil wir schon davon reden, ne? Und dann sollte das auch laufen. So, die zwei hier. Okay, jetzt läuft's mal jetzt momentan, ne? Aber bei Wenden hat der John Deere immer noch seine Probleme. Also die können sich das untereinander nicht ausmachen. So. Der Häckslerfahrer macht das eigentlich einwandfrei. Also mit Autocombine läuft das eigentlich richtig gut. Ich habe ihn jetzt auf Rauf runter eingestellt. Eigentlich, aber er macht ja... Oh, nee, du fährst nicht... Und klack, er fährt wieder gegen die Wand. Eiskalt. Okay. Was macht ihr zwei Hübschen jetzt? Das möchte ich jetzt gern sehen. Was die hier jetzt veranstalten. Helfer ist noch aktiv, Questbefahrer ebenso. Wenn er voll wäre, würde er ja direkt abfahren. Laut meiner Logik. Deswegen stehe ich ja eigentlich schon bereit und warte nur darauf. Aber okay. Also, die Logik von den Zweien verstehe ich jetzt nicht. Okay, durchdrehende Reifen. Das geht natürlich gar nicht. Da müssen wir aushelfen. So, hier. Und jetzt kannst du wieder im Bogen fahren. Ich weiß nicht, was die hier machen. Und ich glaube, der John Deere, den müssen wir dann bald tauschen. Klingt so, als wie der einen Auspuffschaden hätte. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber das ist so ein leichtes Zischen. Wir werden uns das dann nochmal anschauen. Aber es ist immer so. In der Erntezeit werden die Trecker kaputt. Das ist immer so. Okay. Ich verstehe eure Logik nicht. Aber vielleicht muss ich auf den Computer denken. Setzt wieder an. Er sagt dem John Deere, er soll umdrehen. Und... Bam! Ja, den John Deere können wir danach tauschen. Der ist Schrott. Nachdem er jetzt 3-4 Mal an die Wand gefahren wurde, ist mir klar, dass der Auspuff pfeift. Sollte ich vielleicht einfach den Helfer neu positionieren? Könnte man auch... Wo steht er denn? Der steht aber auch richtig... schön. Ganz schön steht er. Wow. Einmal wird er flott, ne? So, einmal wenden. So kann man ihn eigentlich schon lassen, glaube ich. So. Was hat Autocombine jetzt? Ah ja, okay, er fährt wieder mal gegen die Wand, oder? Richtig. Also hier dieses Eck, das ist wirklich, ich glaube, das müssen wir einfach so per Hand machen. Denn das läuft gar nicht. Aber auch kein Problem. Okay, wohin willst du denn? Damit ich das auch verstehe. Du willst zurück. Nein, du willst nicht zurück, du willst vor. Okay, dann fahren wir vor. Jetzt will er doch die Seite fahren. Ja gut, dann fahren wir die Seite. Ich mache jetzt einfach noch so viel fertig, wie es. Und hoffe, dass er jetzt nicht auf den anderen Hänger rüberspringt. Weil der ist gleich voll. Wenn abladen, können wir ihn alleine schicken, hoffe ich. Und dann werden wir mit dem Deutz ein bisschen abfahren. Mengele-Ladewagen. So, 80. Ja, hier, also hier geht schon ganz gut was raus. Also das kann man schon sagen.
So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. 93. 95. Also bis ganz runter werden wir nicht mehr schaffen, glaube ich. So, sofort abfahren. Dann holen wir den hier ran. Und, oh, nee. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich nicht durch den Bestand zu fahren. So, die Stricke habe ich weggemacht. Das heißt eigentlich, er müsste jetzt die Lage laden können. Jo, weiter geht's. Jo, es funktioniert sehr gut. Verzeihung. So, ich hoffe, der fährt jetzt nach Hause. Jo, der fährt zumindest mal nach Hause. Das ist schon sehr, sehr gut. Okay, Schätzelein, was machen wir jetzt hier? Wir wenden. Alles klar. Okay. Ich glaube, das Feld nebenan, das werden wir dann auch kaufen. Feld 21, deswegen fahre ich da jetzt einfach kackendreist rein. So, du kannst meinetwegen zurückfahren. Also, an mir scheitert es nicht. Ich stehe perfekt. Also, wirklich perfekt. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Jetzt. Ach komm. Heute bist du aber pingelig. Okay, das läuft, das läuft, das läuft. Der ist schon hart abgeladen. Okay. Dann werden wir jetzt den Mengele schnell vollknallen. Und dann selber abfahren. Dann ein bisschen festfahren gleich. Weil das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man einfach, wenn der Silo dann, wenn der Bunker dann voll war, dann ist man einfach ein paar Mal drüber gefahren. Das war's dann. Sondern mit dieser Silo-Extension. Heißt die Silo-Extension? Silage-Extension von Upside Down. Da bekommt das Ganze schon ein bisschen mehr Realität angehaucht. Und da muss man schon punktuell das Ganze festfahren. So, der Cosplay-Abfahrer kommt. Okay. Wir haben jetzt erst 34, ja, 35%. Ich hoffe, da knallt mir sich hinten rein. Wow. So, ah, du willst hier die Runde fahren? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne... Nee? Nee? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ah, jetzt bin ich hier. Willst du umdrehen oder willst du hochfahren? Ich glaube, es will umdrehen. Jo. Knappe Sache, das. So, du willst es wahrscheinlich hier runter, richtig? John Deere durchdrehen, treiben. Ja, ja, das kennen wir schon. Das kennen wir ja schon. So, jetzt musst du ein Stückchen nach links. Jo, läuft, 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 läuft. In der Menge gehen, glaube ich, sogar mehr rein, als wie in den anderen Anhänger. Edgar, alles klar? Ja, Edgar redet nicht viel. Aber solange er fährt, muss er nicht reden. Ja gut, so ist natürlich schon eine Spur schneller als wie mit dem Camper Champion. Aber natürlich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, der große Drescher, also der große Häcksler, sorry, der kostet natürlich auch etwas und der Helfer kostet auch etwas, es ist nichts umsonst hier. Aber ja, das Endprodukt passt, also. So, okay, ich wende. Beziehungsweise werde ich unserem Kollegen hier oben kurz Starthilfe geben.
Beziehungsweise sagen, dass er aufhören soll, gegen die Wand zu fahren. Denn das macht er ja ganz gern in letzter Zeit. So, wieder da. Bist du schon bereit? Ja, weiß er nicht, ne? Sag mal, wohin fährst du? Das gehört nicht uns! Mann, 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 Mann. Achso, er ist nur die große Runde gefahren, sagt er. Alles klar. Ich bin hier. Also ich wäre hier. Aber er will mich nicht. Ja, okay, dann macht ihr zwei das halt. Okay, dann fahre ich halt. Tja. Das ist so eine Frechheit. Die wollen mich hier nicht, ich sehe das schon. Aber ich bin ja froh, wenn es funktioniert. Das wäre ja eigentlich der Gedanke dahinter. So, Mengele ist doch ein Stückchen länger. Einfach die gleiche Strecke wie der Köstbefahrer fahren würde. Dann passt das auch. So, hier ruf. Abkippen. Gut, das müssen wir dann sowieso alles festfahren. Deswegen kann ich das hier ruhig auf einem Platz ausleeren oder entleeren. So, ich glaube, oben an der Ecke wird es wieder kritisch werden mit den beiden. Weil da ist das, also die Map-Grenze relativ nahe. Aber ja. Schaffen wir auch noch. Bis jetzt haben wir auch alles geschafft, aber ich könnte mal, ne, also wenn man es kann, dann kann man es. So, ich habe noch keine Meldung bekommen, dass der Köstbefahrer irgendwo festhängt. Und ich sehe, ja, ich muss es aber auch verschreien, ne, also das ist schon. So, wo ist denn der gute Junge? Ach, an seiner Lieblingswand hängt er wieder fest. Kann ich eigentlich ihm sagen, dass er den Radius... Wendekreis kleiner, viel kleiner. Ein Meter schafft er nicht, aber 2 Meter. 2 Meter wäre schon ganz nice. Ich meine, es wird hier hinten breiter. Das sieht man jetzt nicht. Aber es wird breiter. Und dann kann er auch besser abfahren. Ich sehe das hier, das wird breiter. Also ich habe jetzt wirklich... Ja, mit... Ich bin jetzt wohl... So, du fährst ja immer gerne auf dieser Seite. Falls einfach mal ein Stückchen vor, dann jetzt wird er nochmal drehen, oder? Ah! Cursplay und ich könnte ein Buch schreiben, ich sag's euch. Aber das wird schon funktionieren. Wir werden jetzt einmal kurz festfahren. In der Hoffnung, dass sich wieder alles verschwindet. So, absenken, Lämpchen an. Achtung, hier, schweres Gerät. Und dann lassen wir uns das natürlich ein bisschen einblenden. Oh, oh. Ah ja, das sieht man jetzt schön verdichtet, lokal verdichtet. Sehr, sehr schön. Füllstand bleibt gleich, sehr gut. Boah, ist schon eine heikle Angelegenheit hier. So, 100-100. Wir können es gut sein lassen. Also mit den Silage-Geräten läuft das einwandfrei. Wirklich, kann man nicht meckern. Fehler sind keine da momentan noch. Das ist gut. Da stellen wir den mit dir heran.
Okay, ich würde sagen, es läuft. Also wirklich, hätte ich mir nicht gedacht, aber jetzt läuft es anscheinend. Köstlifahrer hat ein paar Probleme, aber tja. Wenn alles glatt laufen würde, würde es auch langweilig werden, würde ich sagen. So. Die mittägliche Dusche spare ich mir. Plopp, hier rein. Okay, ihr zwei schafft das? Ihr schafft das. Okay, mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich werde die zwei Spessels hier mal noch ein bisschen einschulen, wie das läuft mit dem Abfahren. Das kann sich kein Mensch anschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.